Hallo zusammen, hi everyone. Entschuldigung, dass ihr warten müsstet auf mein nächstes Video. Ich musste etwas mehr arbeiten, weil mein Chef im Urlaub ist und da muss ich das Büro auch noch mitmachen. Sorry that you must wait for my next video. Then I must work many time and my chief is on holiday. And then I must work and make the office too. Okay, but now. We started. Also, jetzt geht's wieder los. Hier ist das letzte Bild vom letzten Video, damit ihr auch seht, wie es getrocknet aussieht. Alles trocken, hat sich auch nicht viel verändert. Ihr seht's hoffentlich gut. Jo, this is my last picture from my last video. And it's dried. It's all okay. Gut. Okay. Bevor ich anfange, before we started, I want to show you, also ich will euch was zeigen. Das ist ein Versuch gewesen, wo mir nicht gefällt. Das werde ich übermalen. This was a test. I don't like this. And I painted too. So viele haben mich gefragt, warum ich immer schwarz außenrum mache, beziehungsweise den Keilrahmen schwarz vorbehandle. Es fließt einfach besser über die Kanten. Ihr seht hier zum Beispiel bestes Beispiel. Da bleibt man immer etwas offen, auch durch das Silikon. Das heißt, der Rand, da fließt die Farbe nicht richtig drüber. Auch beim Trocknen dann. Ne? Noch ein extremeres Beispiel. Damit ihr das seht, hier zum Beispiel, ja, beim Trocknen gehen die Ränder einfach nicht richtig zu um die Ecken. Deswegen mache ich eine Acrylschicht vorher drauf, dann fließt die Farbe besser über die Kanten und über die Ränder. Okay. Some people ask me, why I prepared my canvas with black or white, with acrylic paint. When I don't do this, you see here the result. The paint flows not good over the edge and the corner. And when I prepare this, I have acrylic paint, then flow the paint over the edge and over the corner better. Okay. Also wichtig ist auch nicht, ihr müsst nicht die Fläche alles schwarz machen. Es reicht eigentlich auch, wenn ihr die Ränder mit der Acrylfarbe vorbehandelt. Dann reicht es schon, dass die Farbe gut drüber läuft. Not important is the surface. Important is the edge and the corner with acrylic paint. Then flow the paint over there. Okay. Dann würde ich sagen, lasst uns starten. Ich habe hier vorbereitet Fluortol mit Türkis, permanent grün-dunkel, Indiengelb und Olivgrün. I have the paint with Fluortol. It's turquoise, permanent green dark, India yellow and olive green. Okay. Ich mache jetzt einfach noch ein bisschen Silikon rein. Und ich mache jetzt vorher rein. Mal schauen, wie es dann wird. I do silicone in there yet. And how looks like. Important, shake before. Also wichtig, schüttel vorher das Silikon. Auch noch einen Becher zusätzlich. I need a cup too. Okay, dann starten wir. Let's do this.
I do it all in there. Also ich mache alles rein, damit wir genug Farbe haben. That we have enough color. Okay, I don't mix it this, also ich rühre es nicht um. In dem Looks, dann schauen wir mal, was rauskommt. Wir warten, bis die Farbe runtergekommen ist. We'll wait, bis the paint comes down. Okay. Komm, ich bringe euch die Kamera runter, könnt ihr es besser sehen. I bring the camera down, you can see it better. Okay, dann lasst uns loslegen. Okay, can see that? Da könnt ihr sehen, bildet schon schöne Zellen, is building nice cells. Okay, ich hoffe, ihr habt genug Farbe. I hope I have enough color. And the last one um die letzte Ecke. So. Nice. Also mir gefällt's. Möchte da eigentlich gar kein Feuer mehr drauf machen. I don't want to give them fire.
Bringe jetzt noch ein bisschen an die Ecken Farben an, wo noch keine ist. Bring the color on the edge. That's okay. That's not okay. Das ist hier nicht okay. Look the edge. The paint flows good. Also könnt ihr den sehen, die Farbe geht richtig schön gut über die Ecken drüber. Und das passiert halt nicht so gut, wenn ihr das reine Gewebe habt, also unbehandelt. When the canvas prepared with acrylic paint, then flow the paint better over the edge and the corner too. Okay. Mir gefällt das Bild eigentlich schon so. We like this picture. Yeah, I like this picture. And I let it so. Also ich lasse das so. Super. Dann zeige ich es euch von nahem. Und dann bis gleich. You can see it from near. And see you. Okay, ich bin zurück. I'm back. Hope you like this picture. Ich hoffe, euch gefällt das Bild. Also hat eigentlich schöne Zellen gebildet. Und dieses Grün-Blau sieht auch ganz gut aus. The green and blue color looks like good. Und da müssen wir mal wieder sehen, wenn es getrocknet ist, wie es dann aussieht. We must see when it dried. Ich zeige es euch dann wieder. You can see it then. Ist mal ein Bild mit nicht so viel Kontrast drin. Schauen wir mal was anderes. This picture is not so many contrast with the color. But I like it, this one. Also ich mag diese Stelle hier. Also gut, dann danke ich fürs Zuschauen wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Thanks for watching and I hope to enjoy you. And I'll see you next time. Also, dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao, bye.